Herzlich willkommen bei TV Zartunterhaltung. Hier ist meine Kamera, ja. Und wenn ich ab und zu hier hinschaue, heißt das, dass ich gerade zum Bildschirm gucke, was ich wahrscheinlich auch öfters machen werde. Weil wenn ich immer jetzt hier so reinschaue, komme ich mir so blöd vor, mich dabei nicht zu sehen beim Reden. Ja, was machen wir heute? Heute hatte ich vor euch ein paar neue Sachen zu zeigen, die ich mir heute geholt habe von Weg des Champs. Meine Meinung zu Weg des Champs und ja, so ein bisschen Real Talk über die anderen YouTuber würde ich noch am Ende des Videos machen. Ja, was habe ich heute bekommen? Heute ist der 1. Oktober. Da haben wir heute diese Kollektion bekommen mit einem Labras und mit einem Cola Soal, bla bla bla. Kenne ich den Namen nicht. Der ist mir eher der Oldschool-Typ, ne? Von Weg des Champs. Und hier haben wir noch eine Kollektion mit Gengar und Machomai als Promokarte. Also die sehen richtig gut aus, finde ich. Richtig nice. Es blendet jetzt gerade, sorry. Ich muss mir bald mal so ein schönes Licht kaufen, damit es alles regulierte besser aussieht. So, das sind die vier Sachen, die ich heute neu gekauft habe. Und ja, ich finde Weg des Champs jetzt nicht so nice. Ganz ehrlich, ich habe am Sonntag zwei Trainerboxen geöffnet auf Englisch, weil die deutschen fünf, die ich habe, lasse ich geschlossen. Ist mir zu teuer. Und ja, wir haben in der ersten Trainerbox direkt das Glurak Shiny gezogen. Da war die gerade so 750 Euro wert. Die habe ich dann auch schon weggegeben, die Karte. Und habe mir sozusagen alles, was ich von Weg des Champs zu Hause habe, refinanzieren können. Plus das neue Zeug konnte ich mir noch holen. Und das war auch einer meiner Ziele, einen Glurak zu ziehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es direkt in der ersten Box kommt. Ich habe jetzt sozusagen alles for free, was ihr gestern vorgestern in meinem YouTube-Video sehen konntet. Vor zwei Tagen habe ich ein Video hochgeladen. Da habe ich meine OVP-Sammlung euch gezeigt und ja, es läuft. Ich dachte, es läuft gerade nicht, was ich hier rede. Hab meine Sammlung euch gezeigt. Ich sammle erst seit Mai und davor habe ich halt nie gesammelt, nie was mit Pokémon am Hut gehabt. Ich habe zwar viele Displays immer bekommen, ja, aber habe sie mal an Freunden weitergegeben und habe mir gedacht, wer sammelt denn das schon? Und dann habe ich diesen Markt gesehen seit Mai und habe dann mir ein paar Tins gekauft vom Verborgenen Schicksal, dreimal das Glurak gezogen. Also wirklich, ich habe wirklich so ein Händchen für Glurak, das ist nicht normal. Und vom Flammende Finsternis habe ich 14 Mal das VMAX Glurak. Also ich habe wirklich das Händchen irgendwie. Und ja, Weg des Champs, meine Meinung, ich empfehle es niemandem, außer als Wertanlage in der deutschen Version. Die englischen, ja, das sind englische vier Stück. Ich habe mir extra englische geholt, die ich öffnen werde. Und zwei ETBs englisch habe ich ja vorgestern am Sonntag geöffnet. Das könnt ihr auf Instagram sehen bei mir. Ist in den Highlights, wie ich das Glurak gezogen habe. Ja? Die englischen öffne ich, weil man kann nur eine Win-Win-Situation machen. Englisch gleich PSA. Deutsch gleich nicht PSA. Ne? PSA ist ja die Grading-Firma in den USA. Da, wenn das eine gute Karte ist, einen guten Wert hat, zum Beispiel das Glurak, 500 bis 600 Euro, sage ich mal, mit einer 10er PSA, kann schon locker das Vierfache bekommen, würde ich mal sagen, oder das Dreifache. Also alles ist drin, man braucht halt nur den Liebhaber immer und ja. Weg des Champs, wie gesagt, empfehle ich nicht, außer als Wertanlage, weil das ist ein ganz langweiliges Set, finde ich. Aber die Dinger hier finde ich richtig geil, ja. Das sind die alten Pokémon, Gengar, Machomai, richtig geiles Artwork, ja. Das ist schön, ja, wenn ich das ganze neue Zeug sehe mit irgendwelchen anderen, finde ich es nicht schön, ja. Das ist schon mal so wieder so oldschool, wieder Kindheit in der Hand zu haben, ja. Deswegen habe ich mir auch diese vier Boxen geholt, jeweils zwei Stück halt von jedem. Und ja, also eins zum Öffnen immer und eins vielleicht in die Sammlung, ja. So, Real Talk bisschen. Ich habe ja anfangs auch viel Openings gemacht mit Clash der Rebellen, wo ich angefangen habe mit Pokémon. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das interessiert niemanden, wenn man so echt real redet und einfach so zack, 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 schnell, ja. Viele beobachten ja
den YouTuber Zero of Time, die Card Buddies. Die Card Buddies wohnen auch hier von mir 15 bis 20 Minuten entfernt, ja. Und die kommen mir sehr arrogant rüber, nicht echt, einfach geldgierig. Sorry, meine Meinung. Das sind für mich keine Sammler, das sind eher Verkäufer. Machen die ja auch, ja. Aber mit Pokémon nur Geld zu verdienen, finde ich ein bisschen schade, weil das ist so meine Kindheitserinnerung. Da denkt man doch, ey, komm, ich sammle wieder. Ne? Das ist so mein Ziel. Also von den Card Buddies, die kommen ein bisschen arrogant rüber. Vor allem der eine da, der eine geht. Aber ich weiß nicht jetzt, wer ist. Ne? Zero of Time. Anfangs sehr viel von ihm gelernt. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Immer seine Videos angeschaut. Aber Video zu Video wurde er immer unsympathischer. Immer die gleiche Leier. Ihr müsst mal beobachten, er sagt so oft das Gleiche, also zu seinem Community, immer dasselbe, ja, immer dasselbe. Der ist nicht echt, das ist wie so ein Videoapparat, auf Play und dann läuft der. Sei, Junge, sei doch mal einfach echt, real, ja, rede auch mal ein bisschen normal mit deinen Leuten, nicht dieses Pokémon-Gelaber von dir, dieses, nein, das ist gespielt, sowas mag ich nicht, du bist nicht echt, Zero of Time, du bist nicht echt, klar, du hast eine geile Sammlung, pipapo, ja. Hätte ich auch. Ich habe 14 Jahre lang die Displays in den Arsch reingeschoben bekommen. Aber ich habe es an Freunden verschenkt, etc. oder weggegeben, weil ich damit nicht anfangen konnte. Aber ich wäre trotzdem nie so wie du. Ich wäre nicht wie du. Ich finde keine Worte für dich. Du bist, du hast eine coole Sammlung. Du machst einen coolen Content, ja. Schöne Videoqualität, natürlich, ja. Aber mehr auch nicht. Ja, das waren jetzt die zwei YouTuber oder ja, Instagrammer, über die ich jetzt reden wollte. Ich habe vor, jetzt im nächsten Video ein paar Flohmarkt-Pickups zu zeigen. Ich habe auch jetzt mit Flohmarkt angefangen einzukaufen vor eineinhalb Monaten oder so. Ne? Ja, ich war auf 4, 5 Flohmärkten, davor in meinem Leben noch nie. Und da gibt es auch so ein paar Jungs, Dean Tramp, Dilonair, Tequila 86 nennt er sich, glaube ich. Über die habe ich auch ein Statement natürlich. Aber die sind coole Jungs auf jeden Fall. Aber mir ist was aufgefallen ein bisschen, dass manche viel Mist babbeln, obwohl die keine Ahnung haben. Ich habe auch nicht so die Ahnung. Ich kenne mich mit Pokémon auch nicht so aus. Ich kenne mich vielleicht so 60% gut aus, 40% Katastrophe. Ja. Ich bin neu in dem Gebiet, wie gesagt, seit Mai. Wir haben jetzt Oktober 1. Seit 5 Monaten bin ich erst dabei. Und ja, die Sammlung, die ich gepostet habe in dem Video, könnt ihr euch ja nochmal ansehen. Für 5 Monate finde ich das cool. Ja. Und ja, ich würde mich freuen für ein Abo, für ein Like. Ich bin halt so echt, ich rede so frei raus. Ja. Ich mache mir keinen Zettel nach Thema. Ich rede so, was mir gerade so einfällt. Wenn das einigen nicht passt, dann ist es halt so. Aber das ist halt echt, ja. Das ist echt. Ja, manche würden sagen, jetzt Azad zum Beispiel, würde sagen, das ist echte Musik, ja, von der Straße. Und das ist echte Pokémon Real Talk, meiner Meinung nach. Das macht keiner. Ich habe noch keinen gesehen, der so richtig bubbelt, ja. Im deutschen Raum, jetzt im englischen Raum, keine Ahnung. Diese Poké-Ref, der im englischen Raum, der rated ja auch so geil, ne. Der ist cool, den finde ich krass, was der für Karten hat, was im Hintergrund sind ja alles Millionen wert Dinger da. Und ja, ich würde mich freuen auf ein Abo, teilt das Video und seid einfach beim nächsten Mal dabei. Euer TV-Saatenunterhaltung und kommt mal rüber zu Insta. Tschö!